Hallo, ich bin Joe, ein künstlich erzeugter Nachrichtensprecher, und hier sind einige wichtige Neuigkeiten. Die Europäische Union hat die weltweit ersten Gesetze zur Regulierung künstlicher Intelligenz verabschiedet. Das neue KI-Gesetz wurde vor 2 Jahren vorgeschlagen und am 11. Mai vom Europäischen Parlament verabschiedet. Darin werden 4 Arten von KI unterschieden, je nachdem, wie hoch ihr Risiko für die Gesellschaft ist. Einige KI, wie zum Beispiel Social Scoring, Manipulation und öffentliche Gesichtserkennungssysteme, sind gänzlich verboten. Einige, wie zum Beispiel autonome Überwachungs-, Transport- oder Beschäftigungsmanagementsysteme, gelten als hochriskant und werden stark reguliert werden. Viele KI-Systeme werden als begrenztes Risiko eingestuft und müssen bestimmte Transparenzanforderungen erfüllen. Dazu gehören Chatbots und ähnliche KI. Und der Rest der KI, wie zum Beispiel NPCs in Videospielen und Spamfilter, werden als KI mit minimalem oder gar keinem Risiko bezeichnet und können ihr Leben ohne bürokratische Eingriffe genießen. Während diese Verordnung auf EU-Ebene akzeptiert wurde, muss sie nun von jedem EU-Mitglied auf nationaler Ebene umgesetzt werden, was wahrscheinlich nicht vor 2025 geschehen wird. Das deutsche Gesetz enthält derzeit nur rudimentäre Bestimmungen für KI, und selbst diese konzentrieren sich meist auf die Förderung und Finanzierung der Entwicklung neuer Systeme, nicht auf deren Regulierung. Wie in weiten Teilen der Europäischen Union wird also auch in Deutschland dieses neue Gesetz der wichtigste Faktor sein, der die Gesetzgeber informiert und zum Handeln anspornt. Ich für meinen Teil bin gespannt, wie es in diesem Bereich weitergeht. Ach ja, raten Sie mal, in welche der 4 Kategorien von KI ich falle? Die erste richtige Antwort wird von mir mit einem Applaus bedacht. Und das war's für heute. Das war KI Joe, und wir sehen uns in der nächsten Ausgabe wieder.